Die Erdogan-Affäre überschattet den WM-Auftakt des DFB-Teams am Sonntag ab 17:00 Uhr im Live-Dipper gegen Mexiko. Viele Fans haben Mesut Özil und İlkay Gündoğan das Treffen mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan nicht verziehen. Sport1 skizziert die Chronologie der Erdogan-Affäre. 14. Mai, einen Tag vor der Nominierung des vorläufigen WM-Kaders, tauchen Fotos auf, die die Nationalspieler Mesut Özil und İlkay Gündoğan in London mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan zeigen. Gündoğan schreibt auf sein Trikot: Geschenk für meinen Präsidenten, hochachtungsvoll. Es hagelt Kritik. Deutsche Fußballbund reagiert pikiert. Präsident Reinhard Grindel sagt, das Duo habe sich für Erdogans Wahlkampfmanöver missbrauchen lassen. Gündoğan erklärt via Instagram: Es war nicht unsere Absicht, mit diesem Bild ein politisches Statement abzugeben. 15. Mai, Joachim Löw beruft Özil und Gündoğan in sein vorläufiges WM-Aufgebot, obwohl auch er verstimmt ist. Das war keine glückliche Aktion, sagt der Bundestrainer über die Fotos und kündigt ein Gespräch an. Sanktionen oder ein Verzicht auf beide sei aber zu keiner Sekunde Thema gewesen. 19. Mai, Özil und Gündoğan unterbrechen ihren Urlaub, treffen in Berlin Löw, Grindel und DFB-Direktor Oliver Bierhoff zur Aussprache. Im Schloss Belleville besuchen sie Frank-Walter Steinmeier. Der Bundespräsident sagt, beiden war es wichtig, entstandene Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Service der WM-Spielplan im Überblick. 2. Juni, beim Länderspiel in Klagenfurt gegen Österreich 1:2, wo Özil für die Führung sorgt, werden beide Spieler ausgepfiffen. Thomas Müller verteidigt das Duo: Beide seien wichtiger Teil unseres Teams. Für uns ist das Thema abgehakt. 5. Juni, beim Medientag im Trainingslager in Eppan, Südtirol, stellt sich Gündoğan den Fragen ausgewählter Pressevertreter. Einige Reaktionen haben mich getroffen, vor allem auch die persönlichen Beleidigungen, sagt er, und ich verstehe, dass man die Aktion nicht gut finden muss. Özil schweigt weiter. 6. Juni, Steinmeier äußert sich in der Zeit befremdet über die Fotoaktion, sie habe ihn ein bisschen ratlos gemacht. Ob die Spieler sich entschuldigt hätten, sei eine Interpretationsfrage, ergänzt er. 7. Juni, Bierhoff versucht, das Thema auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Saudi-Arabien zu beenden. Was hätten wir noch mehr machen sollen? Jetzt reicht es dann auch, sagt der Teammanager in Südtirol. 8. Juni, bei der WM-Generalprobe in Leverkusen gegen Saudi-Arabien, 2:1, wird Gündoğan vom Zeitpunkt seiner Einwechslung an 57. ausgepfiffen. Löw reagiert getroffen, die massive Ablehnung habe ihn geschmerzt, sagt er. 9. Juni, Gündoğan twittert, er sei immer noch dankbar, für dieses Land zu spielen. Özil schweigt weiter. twitter.com/ilkaygundoğan/status/10054150152652609610. Juni, im Check 24 WM-Doppelpass äußern Christian Ziege und Mario Basler Sorgen um die WM-Ziele der deutschen Mannschaft. Für Ziege ist es nicht nur das Problem der beiden Nationalspieler, sondern der ganzen Mannschaft. Punkt. Basler sagt klar, wenn in Russland gepfiffen wird, muss Löw Özil rausnehmen. Am Abend nimmt Bundeskanzlerin Angela Merkel die beiden Spieler in der ARD-Talkshow von Anne Will in Schutz. Ich glaube, die beiden Spieler haben nicht bedacht, was das Foto auslöst mit dem Präsidenten Erdogan. Beide Spieler seien Teil der Nationalmannschaft, betont Merkel, die schon des Öfteren beim DFB-Team zu Besuch war, und deshalb würde ich mich freuen, wenn mancher Fan auch klatschen könnte.